Bye. Thank you. Goodbye. Gerade in Bali angekommen und wir haben es endlich wieder. Ein Fenster. Wir haben nicht nur ein Hotel mit Fenster bekommen. Wir haben sogar Frühstück ins Zimmer bekommen. Eine eigene Terrasse und Ausblick auf den Pool. Also ich würde sagen, bestes Hotel bisher. Wir sind auf dem Sanur Village Festival, das so krass besucht ist. Wir kommen hier kaum durch die Menschenmengen. Ja, unser Hotelbesitzer hat uns das empfohlen. Leider hat er nicht gesagt, wann wir hingehen sollen. Und deswegen sind wir jetzt da und sonst keiner. Der eigentliche Grund, warum wir hier sind, ist nicht dieses gut besuchte Festival, sondern dass wir hier gefangen sind in den Passar, weil wir unser Visum verlängern müssen. Bisschen scheiße, weil wir jetzt 8 Tage hier bleiben müssen und noch 2 Mal zu dieser Behörde rennen müssen. Ansonsten wären wir schon längst in Nusa Penida, aber das machen wir dann wohl in einer Woche. Wir haben uns ein bisschen Pups geholt. Für 2,50 Euro. Also das muss man in Deutschland erstmal hinbekommen. Wir haben gerade unseren Roller geparkt, den finden wir so einfach wieder. Wir haben den einfach neben den anderen Roller gestellt. Also ich glaube, Verwechslung könnte es da eigentlich keine geben. Ina schläft gerade noch, aber ich wollte jetzt wenigstens einmal in dem Video so das Morgenlicht einfangen und hier in den Bergen ist es echt geil. Also genau das habe ich gemeint, das ist eigentlich so das Schönste, was wir hier erlebt haben im Norden. Eigentlich haben wir das Hotel nur wegen der Bettwäsche ausgesucht. Ich habe es natürlich ausgesucht. Hammer. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I would jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different... Worauf freust du dich in Deutschland am meisten? Kartoffeln. Sometimes you know.
shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let. I'm all alone.